Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Im letzten Video habe ich es schon angekündigt und in der Tat, wir sind gerade in Monaco. Das glaubt ihr mir vielleicht noch nicht, aber wenn ich jetzt diese Vorhänge hier öffnen werde, dann werdet ihr es. 3, 2, 1. Freunde, schaut euch das an. Wir haben einfach so ein geiles Airbnb-Apartment mit Meerblick direkt neben Monaco. Eine Nacht haben wir hier schon verbracht. Maurice, gerade hinter der Kamera, ist natürlich auch am Start. Als ich das heute Morgen gesehen habe, ich war einfach aus dem Häuschen. Aber ich meine, ist verständlich, oder? Kann man verstehen. Gerade in Deutschland, 2 Grad bewölkt, ja, und wir haben hier diese Aussicht. Wir gehen auch gleich direkt runter, doch bevor wir anfangen, möchte ich euch noch was zeigen, denn, und ich habe so lange darauf gewartet, in der Tat ist mein neuer Helm angekommen, natürlich von meinem werten Sponsor Broken Head. Und ich habe mir direkt auch eine neue Brille gegönnt, denn damals, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber ich hatte ja eine neongelbe Brille. Finde ich mega, mega geil und passt natürlich hier zu dem Helm. Ein paar blaue Akzente, muss ich sagen, ist neu, aber ich feiere das mega und der alte, der war ja wirklich im Arsch. Also ich habe den so viel benutzt, der ist ausgeblichen von der Sonne. Und jetzt haben wir eben das gute Stück. Deswegen dickes, dickes Dankeschön an Broken Head. Das ist eine Einzelanfertigung. Den gibt es so kein zweites Mal. Vielleicht kommt da was in Serie, aber lasst euch überraschen. Dazu dann später mehr. Ich schnapp mir den Helm. Wir gehen runter und zeigen erstmal, was wir alles im Transporter eingeladen. Denn wir haben nicht nur 2 Bikes dabei, sondern wir haben 3 Bikes dabei. Also, let's go. So, Freunde, wir haben jetzt die Motorräder ausgeladen, beziehungsweise 2 davon. Einmal natürlich meine Supermoto, die Husqvarna FE501 mit der FMF-Komplettanlage. Die haben wir im letzten Video montiert. Und direkt da drüben steht die KTM EXC von Maurice. Und ich habe euch ja schon angekündigt, ich habe ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und in der Tat habe ich das auch schon gerade an. Es ist ein Hoodie, ein Christmas-Special-Hoodie. Einmal statt Ho, Ho, Ho gibt es dieses Jahr Bra, Bra, Bra. Und ganz, ganz klassisch hinten einmal mit dem Mask-Logo drauf. Den Hoodie gibt es jetzt für 48 Stunden, streng limitiert. Einmal in Rot-Gold, also ist wirklich so eine geile Metallic-Folie. Seht ihr hier im Sonnenlicht auch richtig, richtig gut. Und einmal in Rot mit weißer Schrift. Sprich, wenn ihr noch nichts zu Weihnachten habt oder euch was wünschen wollt, jetzt verfügbar für 48 Stunden. Und ja, ich würde sagen, genug gelabert, genug Placement. Wir setzen uns jetzt auf die Bikes. Ich bin mega hyped. Wir werden heute Monaco erkunden und euch mal erzählen, was wir überhaupt hier vorhaben in den nächsten Tagen. Wir werden in der Tat, heute ist Dienstag, den Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und den Freitag hier in der Nähe in Frankreich, in Monaco, in Nizza verbringen und es wird komplett eskalieren. Deswegen lasst uns loslegen. 3, 2, 1, let's go. So, Freunde, wir sitzen jetzt auf dem Motorrad. Maurice ist warm gefahren, ich bin warm gefahren. Wir haben gerade schon ein Video für dich gedreht. Freunde, ich sag euch nur pure Eskalation, deswegen checkt das auf jeden Fall ab auf dem Kanal von Maurice, aka Siki. Wir haben hier gerade eine private Passstraße, ja? Kein Verkehr, alles gesperrt und hier werden wir ein bisschen Eskalation machen. Du hast gesagt, du willst da oben mal springen, oder? Sollen wir es mal abchecken? Ja, lass mal. Okay, yalla, yalla. Und fahr ein bisschen weiter auf Seite, ja. Ja, alles frei. Oh, Junge! Nein, schön, schön! Oh! Oh, Junge, was passiert hier? Junge, du hättest einfach fast das Eichhörnchen platt Ach, gefahren. Was? Das wollte ich einfach mal sehen. Junge, ey. Oh! Und ihr seht schon, es eskaliert hier einfach komplett. Digga, du bist doch geistesgestört. Schön in den Coaster rein und bis zur nächsten Serpentine und weiter, 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 weiter. Gibt's Gas, wo bist du? Ach ja, du machst einen Coaster? Ja. Ich dachte, du redest mit mir. So, Freunde, wir können euch jetzt eigentlich mal erzählen, was wir in den nächsten Tagen vorhaben, weil ihr merkt ja schon, heute ist komplette Eskalation, obwohl das eigentlich nicht geplant war. Junge, WTF! Und in der Tat wird es in den nächsten Tagen nicht gerade weniger werden. Morgen werden wir wahrscheinlich ein paar Serpentinen, die noch krasser sind als die hier, erkunden. Am Donnerstag weiß ich noch gar nicht, was wir machen. Das suchen wir uns noch aus. Aber am Freitag, Freunde, und da freue ich mich ganz besonders drauf, da werden wir nach Nizza fahren. Und in Nizza, ich habe das schon mit ein paar Jungs geschrieben, die fahren auch Supermoto, werden wir komplett, wirklich komplett eskalieren. Also das ist so ein bisschen die Roadmap. Und in dem heutigen Video werden wir einmal mitten durch Monaco fahren und vor allem durch den Formel-1-Tunnel ballern. Aber an der Stelle muss ich schon sagen, wir können da kein Vollgas geben, denn die Polizei in Monaco ist richtig hardcore drauf. Richtig, Sigi? Also, mit der ist nicht zu spaßen. Die buchtet dich auch gerne mal ein, erfahrungsgemäß. Das heißt, wenn wir da Ärger machen, sprich Wheelies oder mal den Motor hochdrehen, dann kann es sein, dass die Polizei uns die Motorräder abnimmt und wir sogar im Knast landen. Und da, Freunde, habe ich echt gar keinen Bock drauf. Also, du sagst es immer so leichtfertig, ne? Man denkt immer, ja, im Knast, genau, aber... Also, wir kennen Leute, denen ist das passiert. Die mussten ihr Bike einfach
dort lassen und die mussten eine Nacht in der Zelle verbringen. Ja, ja, weil sie halt mit dem Motorrad zu schnell gefahren sind und Radau gemacht haben. Die ziehen das hier eiskalt durch. Ja. Neutral reingerutscht, Alter. Ja. Junge. Digga, sind das Einschusslöcher? Digga, ohne Spaß. WTF, oder? warte mal. Digga, das muss ich jetzt mal eben abchecken, ne? Das muss ich mal. Ich stehe jetzt hier wie ein Bastard, aber das ist mir egal. Das sind doch hundertprozentig Einschusslöcher. Digga, das sind Einschusslöcher. Niemals. Die Polizei so, ja komm, wir machen mal ein paar Zielübungen. WTF. Was hat sich denn da einer gedacht? Der stand hier dann abends so in seinem Ferrari und so, ah ja, komm, wir ballern jetzt einfach mal auf das Schild drauf. Pam, 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 pam. Junge, guck dir das mal an. Alter, Freunde, hier sind wirklich einfach Einschusslöcher an diesem Straßenschild. Das habe ich noch nie gesehen. So, aber lass uns weiter Richtung Monaco, denn wir wollen ja wirklich noch ein bisschen was von der Stadt zeigen. Ich war, glaube ich, 2 oder 3 Mal schon dort. Das letzte Mal war auf jeden Fall mit einer ordentlichen Polizeiverfolgungsjagd, wobei ich nur der Kameramann war. Da gibt es ja eben den Real Talk, den ich gemacht habe. Das Video könnt ihr euch gerne auch mal anschauen. Ganz, ganz verrückte Story. Deswegen heute Piano und wir checken einfach mal ab, so ein bisschen, wo die Formel-1-Strecke lang geht, weil das finde ich nämlich geil. Freunde, schaut euch mal da oben bitte das Haus an der Klippe. Wie geisteskrank ist das bitte? Das ist einfach über die Klippe hinausgebaut worden. Seht ihr das? Ich frage mich halt, gehört das einer Person? Was meinst du, Maurice? Oder ist das ein Hotel? Ich glaube, das ist so ein Hotel mit Bar oder so. Also alle Häuser dagegen sind ein Witz. Guck mal, wie es raussticht. Als hätten die da gefühlt die ganzen Pflanzen an dem Felsen weggemacht, dass das nochmal mehr ins Auge springt. Ja, genau. Der Rollergang. Junge! Alter, wie viele kommen denn da? Das hört ja gar nicht mehr auf. Und die drängen sich immer vor, ne? Ja, krank. Hinter uns sind auch welche. Ey, das ist eine DT. Das ist eine DT. Nice Bike. Sie gibt zero fucks. Ja, man, sie zieht einfach durch. Junge, guck dir das mal an. Was ist denn bei ihr los? Guck mal, wie knapp das ist. Alter. Oh, jetzt hat sie kurz den Fuß abgesetzt mit ihren Stan Smith. Bro, was ist das hier für ein Kreisverkehr? Wo müssen wir lang? Runter? Ich würde sagen, ja, runter, oder? Ja, okay. Pass aber okay. Auf den SLK auf rechts. Ja. Fahr mit dem. Ich komm mit. Junge, wir machen hier komplett Digga. Also, ich bin gerade. Scheiße, Mann. Also, ich hätte mich so hart abgefuckt über unten. Ne? Ja, voll. Ah, ich glaube links, oder? Oder rechts? Ich glaube, wir müssen links. Da kommt dann gleich diese berühmte Kurve. Oder ist sie da vorne? Ah, da oben ist doch das Hotel. Ja. Oder? Und da unten ist der Tunnel, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ich wir sind auch. Auf dem richtigen Wege, Freunde. Der Formel-1-Tunnel, den jeder hier kennt, wir werden ihn gleich mit den Supermotos erkunden. Ich bin hyped. Ich bin einfach nur verdammt nochmal hyped. Ja, Mann, das ist der Track. Wir sind, ja, und ja. Ich glaube, das da oben ist das teuerste Zimmer, wenn Formel 1 ist. Echt? Weil du hier die Autos halt extrem lange siehst, ne? Ah. Mann, ja, hier hoch. Ja, guck mal hier, hier hast du sogar den Curb. Kennst du das Reel von Schäfchen? Er ist hier mit seinem GTR lang gedriftet. WTF. Freunde, wir sind einfach da. Ist das geil. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass hier die Formel 1 Autos langheizen. Nee, vor allem überleg mal, wie laut, gut, heutzutage vielleicht nicht mehr so krass, aber damals, wie laut Formel 1 Wagen waren. Was waren das, V10 oder V12 oder so, ne? Ganz früher V12, dann V10, ich glaube jetzt mittlerweile sind es V8. Und die brüllen ja bis zum geht nicht mehr. Und die sind durch die Stadt hier gefahren, Digga. Durch die Stadt. What the fuck? Hier ist er, Mann. Der legendäre Formel 1 Tunnel. Oh, crazy. Aber jetzt keinen Scheiß machen, Bro. Ey, Mann. Bloß keinen Scheiß machen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt 2 Gänge runterschaltest und hier durchheizt? Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, aber ich mach's nicht. Weil die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch ist, dass wir danach von der Polizei komplett hops genommen werden, Digga. Guck mal, das Hotel wurde wieder Yacht gebaut, siehst du? Stimmt. Wir sind hier im Yachthafen jetzt. Nein, wir sind immer noch auf der Formel 1 Strecke, mein Lieber. Hier siehst du die Curbs auf der rechten Seite und eigentlich kommt jetzt hier auch gleich so eine Schikane. Warte, ich glaube hier, genau, vor den Bäumen. Hier, ich meine, dann fahren die nämlich da drauf. Du hast recht. Und oder? Hier ist so Auslaufzone, ne? Ja, genau, hier ist Auslaufzone, ja. Weil die kommen dann mit 300 km/h oder so langgeballert. Also wie die Geisteskranken. Stimmt, und dann fahren die hier links. Ja. Genau, dann fahren die nämlich, wir können hier links. Ja, das machen wir jetzt mal. Da, wo der Roller langfährt. Ja, wir fahren hinterher! Und da hinten kommt dann eben so eine harte Schikane und dann geht's wieder rauf. Vielleicht können wir da ja auch noch entlang. Boah, ist das geil, oder? Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein Formel-1-Fahrer, ja, Digga. Man fühlt's halt, das ist halt krank, ne? Stell dir mal vor, hier passiert irgendwie ein Crash, die überschlagen sich und knallen dann einfach mal in so eine Yacht rein.
Bro, hier ist jetzt diese harte Schikane. Die geht einmal hier rechts und dann wieder rechts. Warum zur Hölle ist ja eigentlich nass? Genau, dass wir hier rechts fahren. Und hier rechts ist dann nämlich, also wo jetzt der Weihnachtsmarkt ist, das ist die Boxengasse. Und das hier ist die Startzielgerade. Also jetzt sind wir gerade auf der Startzielgerade von der Formel 1. Genau hier. Wie kam man denn damals auf die Idee, ja, wir haben hier eine Stadt, Land, ja, lass mal da Formel 1 fahren. Hä? Ich habe keine Ahnung, aber ich feiere das übel. So, und jetzt geht es nämlich hier weiter und jetzt meine ich, geht die Straße nämlich hier so rechts rauf. Da siehst du auch wieder die Curbs. Also sozusagen kann man sich daran orientieren, da wo die Curbs sind, das ist auf jeden Fall von der Strecke der Verlauf. Und hier ballern die dann auch mit Vollgas rauf. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch auf dem Formel-Track waren, aber auf jeden Fall haben wir den wichtigsten Teil abgefahren, nämlich Tunnel, dann unten die Passage am Hafen und dann eben nochmal die Passage, die raufführt. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir sind das so Kindheitserinnerungen, die da wach werden, weil ich als kleiner Bub habe mir immer Formel 1 angeguckt, habe mich auf die Couch gelungert, wir haben mir ein paar Chips geholt und mir das dann reingezogen. Und wirklich, die Strecke Monte Carlo, Monaco, das war mein Lieblingstrack, weil diese Atmosphäre halt so geil war. Überall waren Leute direkt am Track, mitten durch die Stadt, überall hat es gehallt und damals haben die Teile halt auch noch richtig gerührt. Also der Sound war einfach nur göttlich. Das war, ja. Oh, war das geil, Mann. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Ist das nicht irgendwie so ein berühmtes Casino? Ja, hier ist das so? Casino, da können wir eigentlich mal hingehen, komm. Wo denn? Wo denn? Wo müssen wir lang? Aber, ja, warte, hier durch? Bonjour, we are looking for the famous casino. It's here, but with the bike you can't go. Ah, okay. You can park inside the parking if you want, or the first on the left you have a bike. Okay, yeah, we have no lock on the bikes. Can we push it maybe when the engine... No. No? No. Okay. You can, if you want, you can inside the parking. Yeah. It's inside, it's more secure. So. Okay, perfect. We will check it out. Thank you. Have a nice day. Super nett. Ohne Scheiß, Digga, ich sag dir, wenn hier Formel 1 ist, ne, dann ist das Endstufe. Dann stehen hier die krankesten Dinger von A bis Z. Wie so ein Museum einfach. Wie so ein Museum, ja, ich schwör's dir. Aber anyway, wir haben viel gequatscht in diesem Vlog. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, was in den nächsten Tagen ansteht. Wir haben heute schon ordentlich Action gemacht. Das war auf jeden Fall mega geil. Deswegen dickes Dankeschön nochmal hier, dass du am Start bist, dass du mit nach Monaco gekommen bist. Wenn ihr Videos von Maurice sehen wollt, dann checkt natürlich gerne seinen Kanal ab. Der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und vor allem checkt den Merch ab, den Weihnachtsmerch. Statt Ho 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 gibt's Bra Bra Bra. Einmal in Rot-Weiß, einmal in Rot-Gold. Nur für 48 Stunden verfügbar. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns übermorgen wieder. Ich freue mich sehr drauf. Kuss nach Deutschland. Genießt die restlichen Stunden. Und das Allerwichtigste, geht steil. Prop.